Alles klar, Freunde, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play. Und zwar spielen wir heute Battlefield 3, habe ich schon lange angekündigt und jetzt kommt es auch endlich. Ja, wir haben jetzt endlich Zeit gefunden, das Spiel aufzunehmen. Und wir spielen hier die Kampagne auf einfach, weil ich auf normal keinen Bock habe, weil ich das schon ein paar Mal gestorben bin bei den Missionen. Von daher fangen wir jetzt hier einfach nochmal von vorne an auf einfach. Und reicht ja auch. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Let's Play. Bin ein bisschen erkältet, Entschuldigung. Battlefield 3. Alles klar hier. Das sind Mission Semper Fidelis, glaube ich, heißt die. Jetzt hier gleich Action. Ja. Steuerung sollte klar sein. Okay, ich habe das Spiel noch nie komplett durchgespielt, angespielt immer. Er ist ja auch klar, dass PS komplett blind ist. Ja, man ist natürlich schon mal von anderen Let's Playern gesehen hat. Die Grafik ist auch der Hammer. Aber natürlich nichts im Vergleich zu Battlefield 4, was ich auch Let's Playen könnte, wenn ihr das wollt. Habe ich aber schon zweimal durchgespielt. Und jetzt gehen wir hier mal weiter in der U-Bahn. Oh! Shit! So. Was? Das ist eine Bombe. Raus. Ja, es sind auch so kleine Quicktime-Events manchmal. Die ihr gerade gesehen habt mit Leertaste E und so Zeug. Und ja, das hat DICE und EA eigentlich ziemlich nice gemacht hier, das Game. Ich habe euch gesehen, Jungs. Nichts steuern. Das war knapp. So. Kriechen wir mal weiter. Sicher ist sicher. Ja, da kommen schon die Teile geflogen. War der AKS-74, haben wir jetzt mal schon, aber egal. Dieses get wrecked. Knapp. Nein, wir sind jetzt nicht in den Minecraft. Nachladen. Okay, da ist es aber. Get wrecked. Da ist die Bombe. Da hat mir hier mal den Zug an. Shit. Russen. Sieht man, dass das Russen sind. Hört man. Sind immer Russen. Oder Chinesen. Ja, man hört vielleicht ja ab und zu mal im Hintergrund das Knarzen von meinem Stuhl, aber ich kann es leider nicht ändern, weil der Stuhl, der ist schon ziemlich alt. Und so, ja, deshalb kann passieren. Ich entschuldige mich dafür. Und ja,
schauen wir mal hier, wie es weitergeht. Ich weiß natürlich, wie es weitergeht, aber tun wir mal so, als würden wir es, als hätten wir das Spiel noch nie gespielt oder noch nie gesehen. Es könnte ziemlich lustig sein. Nützlich. Keine Ahnung. 8 Stunden zuvor. That better? Yeah. Who are you? You CIA? Good morning, Sergeant Blackburn. When are you gonna tell me what's going on? 18 hours ago, I get a call from Homeland Security saying there's a Marine in detention I need to talk to. Some story about a terror plot in New York, and the Marine claims he has information to stop it. Now, the best part is, he says it's gonna happen today. So here we are. You look jet-lagged, and by that I mean you look like shit. Who is this? That's him. That's Solomon. And you still believe he's planning an attack here in New York? Don't you? Why? Because he said so. I read the file. He's trying to save his own ass. He doesn't know what we want to know. Wait, just hear me out. You want to bury me after? Go ahead. We don't need to bury you. You're already dead. He doesn't know what we want to know. We're on the clock. I'm pursuing this lead. What you're going to do is help us clarify the attack scenario. Your cooperation might even get you free of the world of crap you currently inhabit. All you have to do, Sergeant Blackburn, is fill in the blanks. Are we clear? When did you first hear about Solomon and the PLR? It was 9 months ago. Operation Swordbreaker, Iraqi Kurdistan. Okay. I'm listening. Rein hier in das Abenteuer nach Irak mit Sergeant Blackburn und seiner Crew. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Miss Van Venturi, this is Miss Van Agile. We advise you are crossing the NMD in 2 miles, over. Copy that. Yo, does anyone else really not get what the fuck we're doing here? Quit being a fucking hippie, Montez. I'm just saying, bro, if this is about the PLR, we should be in Iran, not Iraq. They're crossing borders, dog. PLR's the right people, all right? They don't make them any righter. Misfit 1-3, this is Misfit Actual. We have a situation developing here. Get your team dismounted and into the staging area ASAP. This is 1-3, copy out. What the fuck are we stopping here for? Our objective's 20 clicks north of here. I don't know, Montez. Yeah, let's get out on the road. Okay, let's go. Ja, geh mal raus. Move. I guess we're late to the party. Where's the LT? Hang her right up. Mal hier. Aber es ist nicht auf Ultra. Wir wollen natürlich auf Ultra spielen hier. Hey. Ja. You ever ask yourself how this part of the world is so fucked up all the time? Yeah. Yeah. Lass mal die mal reden. Also die Sprachausgabe habe ich mit Absicht auf Englisch gestellt, weil sich das einfach da manchmal besser anhört. Dafür habe ich auch den Untertitel mit eingestellt. Der ist auf Deutsch. Damit man auch mitlesen kann und trotzdem die englische Hauptstimme mithört, was meiner Meinung nach ziemlich nice ist. Und ja, stellen wir uns da mal mit hin. I counsel you to remember, gentlemen, the people of this country are not your enemy. The PLR is. At 0930, we lost contact with the Viper Squad. They're investigating a possible IED near Spinza Meat Market. That's a pretty fucking bad part of town. We believe the PLR involved. Sending you in to find our Marines, provide support, call in Kazovac if necessary. You're the quick reaction force, gentlemen. I'm trusting you to handle this. Let's go find our Marines. We're on it. Let's go. Way behind, gentlemen. Let's go find this patrol. We have a SIDREP on enemy inside this district. Assume the worst. Darf ich jetzt vielleicht mal sprinten? Die Grafik ist natürlich wirklich der Hammer hier. Kann man nicht vergleichen mit anderen Spielen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben,
welche Ego-Shooter ihr lieber mögt, Battlefield oder Call of Duty. Ich für meinen Teil finde Call of Duty besser. Nein. Ich finde eigentlich Battlefield besser, weil Call of Duty ist einfach unrealistisch, mal ganz ehrlich. Es ist einfach unrealistisch, Call of Duty. Die Grafik ist echt geil. Ein Erdbeben. Scheint, sind wir in einem Erdbeben. Nein, Erdbeben. Big cross street here. Hello exposed. Wait, what? Something coming. Wait for the pass. Let's move. Crossing to this. Black. Okay, da war eine Patrouille. Okay, weiter. Okay, moving. Get the light out, Black. Now. Darüber müssen wir. So. Alles klar, geh mal rein. Not a single civvy. I don't like this shit. Sauber. Oh mein Gott. Sniper. Was ziehen wir rein? Haben wir jetzt auch wieder hier die Quicktime-Events, von denen ich schon erzählt habe. So, rein. Alles klar. Die Maus ist zu niedrig eingestellt. Du musst die Maus höher einstellen. Ja, viel besser. Ich bin einfach hier von einem Seite geschossen, wir können mit meinen Snipen hier. Aber wir sollen uns ja auch unter Beschuss nehmen, dass wir nicht snipen können. Ja, gut. Okay, die Maus ist ein bisschen zu hoch eingestellt. I'm up. Der ist weg vom Fisch. They're faking. Moving. Right there, right there. Da hinten. Wir kommen über die Mauer. Ja auch. Ne, da ist gar keiner. Scheiße. So. Die 3A3 haben wir hier. Das ist so eine Scheiße. Wenn wir lieber noch die schöne M4A1 wieder. Keine Schleichwerbung. Oh. Da hält sich wohl einer für cool und will mich hier wegsnipen. Aber mit mir nicht. Er ist weg. Läuft dann. Er ist einfach verschwunden. So ein Spasten. Machen wir hier nachladen. Und zum Kumpanen gehen. Alright, can you feel this? Check sich um ihn. I hope Chaffin's gonna be okay. He'll be fine. Immer schön die Ecken checken. Schon wieder ein Erdbeben. Das ist nicht gut, sich bei Erdbeben in Häusern aufzuhalten oder in der Nähe von Hochhäusern. Alter, chill mal. Okay, schnell durch.
guys weren't local. They weren't speaking Arabic. Hauptsächlich steht da vorne, dann wurde ich dann nicht abgestürzt geschossen. I don't know. So stabil ist der auch nicht. Mann, ey. Ja, der kommt immer rauf aufs Dach hier. Bisschen schneller, mein Case. Shit! Contact! Anyone got eyes on? Oh. Can't see him. Stare. Dude, that's a fucking 50! Stare. Stay low! Das ist ein Quickstalker. So, wir sollen hier dem Kumpel folgen, was wir auch machen. Moving. Auf dem Weg. Wow. Get on the fucking deck. Get down to the edge and stick his head out. And then we fucking shoot. Schau deinen Kopf runter, Montez. Okay, bis zum Rand. Dann pusten wir ihn weg. Wait for us to get the position. Don't bunch up. Keep moving. Ja, ich warte. Talk to me. You got eyes on? I got it. Black now. Alles klar, komm. Go, Montez. There's the sniper. Okay. Across the street. 50 meters midway up. He's dug into a spider hole. I got AT. Give it to Black. Shit, cover's getting ropey. Das ist eine gefährliche, so wie er da steht. Ja, komm her mit dem Gerät. You're the best shot. You see that weapon glint? You waste him. Make it count, brother. I'll cover you. And you hit him. Clear your backblast. Stand by. 3, 2, 1. Suppress it! Come on. Go. Come on. Was, wenn der nicht gesessen hat, dann weiß ich auch nicht. We're good. Let's go find this patrol. Sag ich doch. Misfit 1-3, this is Doc Holliday. Muss ich doch nochmal hier Grafik runterstellen. Auf hoch, weil ich sonst. We got your man patched up down here. Ready to move him back to the staging area. Bring back. Can you provide cover for the mission? Ruckler, und das ist alles andere als schön für mich. Weil ich hier trotzdem will, dass das Spiel flüssig durchläuft. Ach, ich hätte einfach die Grafik lassen sollen. Individuell. Ja. Das ist die Grafik. Perfekt ist laut. So. Jetzt muss ich wieder dahinter rennen, obwohl wir sowieso gleich dahin. Misfit, 1-3 in position. Ach ja. Looks pretty clear. Roger that. We are moving. Over. Keep your eyes peeled for hostiles. Our guys are pretty exposed now. Watch your sectors. Oh mein, ein paar Granaten. I see enemy movement. Street level. Ach da, da liegt keiner mehr. Tango's on the roof, straight ahead. Ich sehe keinen. Ach da. Okay, moving. Der ist weg vom Fisch. Ja. More guys coming in. Check the street level and rooftops. Ich habe ja ab und zu noch die Rückler und ich. Ach, der ist tot. Oh. Epic Fail. Oh, you gotta be kidding me. Miss
Fit 13, this is Doc Holliday. Many thanks. We're through. We'll take care of your buddy. Out. Nein. Sie sind durch. Alles klar. They're moving in on us now. Sie sind erfolgreich abgeschlossen. I think they're in the building. Can we get the fuck off this rooftop now, please? Leider noch lange nicht fertig sind wir. Und dann für Fit 3. Man, in Battlefield 4 würde man jetzt, hätte man da lauter schöne Punkte bekommen. Aber we'll never da, make it over. Leider ja we can nicht. Use this as a bridge. Do it. Alles klar. Da kommen wir noch oben. Fuck it, Boy Scout. Macht mal, Jungs. Ah, der Humor aus Battlefield. Etwas speziell. So wie der Humor von unserem Mathelehrer in der Schule, aber go, go. Trotzdem auf irgendeine Art lustig. Na komm, Campbell. Geh. Bisschen schneller vielleicht. Ich weiß ja eh, dass man runter muss. Deswegen bin ich hier gleich mal runter. Bam. Schön, Montez. Ja, nicht schlecht. Kommt da noch einer? Ja. Ah, das ist Montez. Hoppla. Temporary setback. Break. We're Oscar Mike to target location. Over. Okay. We're pushing through. Sind unterwegs zum Ziel. Okay. Ja, so what happens mal if the PLR take over? Country run by terrorists ain't. Ja, dann geht jetzt mal. Bro, America was founded by terrorists for terrorists. What do you think the fucking revolutionary war? Aber immer noch diese Mikro-Ruckler. Nerven wir ein bisschen mit vielleicht daran, dass ich das Spiel auf meine Festplatte laufen lasse, aber ist ja egal. Alles klar, gehen wir rein in die Kirche. Kontakt. Weg vom Fisch. Ne, beide. Da ist noch einer. Ich hab ihn gesehen. Nachladen. Was für ein Zufall. Das habe ich natürlich schon gewusst, dass die da oben sind. Ich habe ja auch gerade eine Granate hochgeworfen und hochgezielt. Da ich das Spiel hier schon mal gespielt habe. Zumindest diese Mission. Just stay focused. Ja. Zweite Patrouille. Die leben mit Sicherheit nicht mehr. Ach du Scheiße. Die hat's hart erwischt. Shit, we got wounded NKIA in here. I got it. Mr. Maxwell, this is 1-3. Can you cast it back ASAP? How copy? Okay, jetzt wird's gleich richtig scheiße, weil da kommen uns dann Scharen an Gegnern. Ja. Ich glaube, bis zu einer Mission habe ich komplett durchgespielt. Und ansonsten. Ja, ansonsten habe ich noch nicht viel mehr gespielt außer im Multiplayer. Ja. Rein da. Alles klar, sauber. Da ist der Draht. Ja. Da muss man rein. Mann, ich will immer, wenn ich da durchgehe, will ich die Rex-Maus erschießen. Immer, aber ich hab's bis jetzt noch nie hingekriegt. Noch nie. Okay, dann ziehen wir hier mal den Draht.
Ich habe hier übrigens keinen Einfluss darauf, welchen wir ziehen. Oh, shit. Habe ich jetzt nicht reagiert gerade. Ja, läuft bei ihm. Das ist ein bisschen asynchron hier, fällt mir dabei auf. Der Sound und das Video war hier gerade ein bisschen asynchron, wie vielleicht an den Lags, die ich hier manchmal habe. Weil diese Festplatte ja auch nicht die beste Kühlung hat. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich eher auch noch mehr Lags. Ich habe halt auch nur einen Laptop und keinen stationären PC. Da ist es halt so. Okay, ich höre mir das LMG. Ich gehe da runter. Der stirbt mal ziemlich schnell, wenn man da oben steht. Deswegen ist das nichts für mich. Aber wirklich nett. Ja, dann hier. Ja, hier einfach durchlaufen können. Ich darf einfach nicht dran gehindert werden, durchlaufen. Da hoch. Ich will aber nicht da hoch. Ja, sie ziehen sich zurück. Hey, Heli. Das ist unser Heli, keine Ahnung. Keine Ahnung hier. Ach, jetzt kommt es von da. Oh. Ja, ein bisschen verpeilt hier, weil ich nicht so auf. Nicht so drauf achte. Ja, ich geh schon ins Fahrzeug. Jetzt geht's ab. So, jetzt wird hier aufgeräumt. Und dann, wenn die Mission hier fertig ist, dann mach ich auch meinen Cut und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Hartes Erdbeben gerade. Jetzt nicht ohne da von einem Haus begraben zu werden. Das ja. Jetzt warte ich noch die Cutscene ab, dann beende ich hier und dann war's auch für die Folge. Alright, you claim you're knocked out after the earthquake. Yes, sir. Don't bother calling me sir, it's not gonna matter. Because you're gonna torture me anyway? You don't work that way anymore. Now you just go to the darkest corner of the room. Great. How long were you unconscious? Sun had set when I came to. There was a broadcast. Were you out for 6 hours? 8? It's important. Is that a train? Try to focus on the question, please. Yeah, I was still shaky as hell when I pulled myself out, so I don't know. It was dark. Pulled yourself out? You were buried? I did see something. You just said it was dark and you were groggy. Are you trying to get a rise out of me? We're just along for the ride, Sergeant Blackburn. You're driving, for now. If you say so. So it was dark and you were groggy. You saw something after the quake. What was it? Was war das wohl?
Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Aber jetzt warten wir so schnell ab. Choose. Choose what? Oh, come on. What is it? Live or die? Live or die, Mister. Im Schiff. Sind hier begraben unter einem Hochhaus, das nach dem Erdbeben auf uns raufgefallen ist. Ist nicht schön, so war es wirklich überhaupt nicht schön. Würde ich auch keinem wünschen, dass das passiert. Und ja. Alles klar, da würde ich sagen, hier was ist für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Like da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Euer Julian. Ciao.